Willkommen zur nächsten Schatzsuche, das Wesentliche. Hierfür nehme ich den von 1968er Abarth 595. Es ist irgendwas, ich werde es eh falsch aussprechen. Deswegen, oben kann man es ja nochmal lesen. Ist, glaube ich, der erste, wenn man in die Automesse geht. Und ich nehme dafür hier dieses Gefahrenschild. Man soll ja nur einen Stern holen, also muss man nur 30 Meter im Prinzip springen. Und hier einmal. Also ich habe das Ding voll getuned. Das fährt ungefähr 350. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei so einem kleinen Wagen. Kein Problem. Okay, dann ist das hier unten. Ich mal genau da in die Mitte. Ja, ist irgendwo am Wasser, glaube ich. Nicht. Hätte ich gedacht, dass die hier ist. Man sieht halt auf dem Bild auch nicht viel. Naja, gut. Könnte natürlich auch kein Wasser sein, sondern ein Gebäude hinten dran. Ja, weil es ziemlich dunkel auf dem Bild ist, vielleicht hier drin. Ich habe sie gefunden. Hat doch ein ganz kleines bisschen länger gedauert. Das ist hier, wenn man praktisch da, wo das Wasser ist. Hier, wenn man da runterfahren würde. Hier, da drinne ist die dann. Zeig's dann nochmal auf der Karte, die, wenn man hier durchfährt. Hier hinten ist sie drinne. Hier ist sie. Ja, das ist dann auf der Karte ist es dann hier. Da ist die Schatzkiste. Das war's dann auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.